أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine verehrten Geschwister. Wir machen weiterhin die Konferenz der Vögel von Sheikh Sayyid Farid Uddin Atta Rahmatullah Alayh. Was wir, wie wir die letzten Male auch getan haben, es wieder kurz vorstellen werden. Das ist ein Buch über die Krankheiten des Egos, des Nefs, die Ausreden des Nefs. Hier werden Anekdoten aufgeführt, Geschichten über Propheten und so weiter, die unseren Nefs entgegensprechen sollen, damit wir unsere Krankheiten erkennen können. Das heißt, die Vögel sind nicht wirklich Vögel, sondern unsere Krankheiten, die Krankheiten des Egos, der Triebseele. Wir werden weitermachen und dann, inshallah ta'ala, versuchen, etwas dazu zu sagen. Bismillahirrahmanirrahim. Die Rede des Papageien. Der Papagei trat hervor mit einem Mund voll Zucker, einem pistazienfarbenen Kleid und einem goldenen Halsband. Die Mücke wurde wegen seiner Pracht zu einem Habicht überall dort, wo das Grün seiner Feder auftauchte. Er begann auf süße Weise zu reden, denn im Zuckeressen ist er ein Frühaufsteher. Er sprach, jeder Schwermütige und jener Niemand baut mir einen Käfig aus Eisen. Und ich sitze in dem eisernen Gefängnis, aufgelöst in dem Wunsch nach dem Wasser des Lebens. Da ich der Ritter der Vögel und grün gekleidet bin, vielleicht kann ich vom Lebenswasser trinken. Für den Silmok kann ich keine Leidenschaft aufbringen. Mir ist das Wasser aus der Quelle Chidrs genug. Auf dem Weg begebe ich mich wie ein aus Liebe Rasender und gehe überall hin wie ein Vagebund. Wenn ich ein Zeichen vom Wasser des Lebens finde, gibt man mir die Herrschaft in der Gefangenschaft. Der Papagei, wie er hier vorgestellt wird, sieht schön aus, ist gepflegt, kommt hervor und hat eine süße Redensart. Das heißt, er schmiert jeden Honig um den Mund. Honig um den Mund mit seinen Ausreden. Denn es wird gesagt, jeder baut mir einen Käfig. Ich kann nicht weg. Ich kann nicht weg von dort. Ich kann das nicht machen, weil ich noch das und jenes und dies zu tun habe. Das ist die Ausrede unseres Nefs, unserer Triebseele. Damit ist gemeint, wir selber, wenn wir sagen, ja, ich wollte eigentlich jetzt gerne noch was machen, Ibadah machen, etwas machen, mich auf den Weg begeben, Hizmet machen, also für Allah etwas machen, in der Jami irgendwie, in der Moschee, gute Handlungen verrichten, aber die Ausreden kommen. Man sagt, meine Mutter, mein Vater, mein dies und das und jenes, das ist dieser Papagei, das soll damit dargestellt werden. Der Papagei versucht sich immer rauszureden, aber sagt auch irgendwie, er ist eigentlich was Besonderes, ne? Weil er was Besonderes ist, er sagt, er ist der Chidr der Vögel. Jeder kennt wahrscheinlich oder fast jeder die Geschichte von Khidr, ein ganz besonderer Waliullah, ein aufrichtiger Diener Allahs. Er sagt, er wäre so, aber er hat halt diese Probleme, der Käfig hält ihn in Gefangenschaft, er kann sich nicht auf die Reise machen. Der Papagei sagt, er wäre etwas Besonderes und hofft deswegen auf die Quelle des Lebens, einen Schluck aus dem Wasser der Quelle des Lebens, was hier Abi Hayat sein soll. Die Quelle des Lebens ist auch Marifet, Erkenntnis über Allah. Er möchte über Allah, über die Gaben Allahs. Er möchte die Erkenntnisse haben, einen Schluck aus dem Wasser des Lebens, aber möchte dafür nichts tun, weil er sagt, er kann nicht. Er ist gefangen in seinem Käfig. Jeder gibt ihm Probleme, er kann sich nicht wegbewegen. Das ist wie bei uns selber, wenn wir uns manchmal beobachten. Wir denken, jetzt für die Leute, die das schon kennen, Tariqat und so, wir denken, wir möchten Fanafi Allah, wir möchten uns in den Willen Allahs auflösen, aber wir können nicht, weil wir haben Verpflichtungen, wir müssen dies und das und jenes machen. Aber Allah Ta'ala prüft uns auch mit den Verpflichtungen. Unsere Frauen, unsere Kinder, das ist auch alles eine Prüfung. Man muss gucken, dass man eine gesunde Mitte findet, dass man vor allen Dingen erstmal sich hingibt. Denn Islam bedeutet Teslim, das bedeutet Ergebenheit. Man muss sich Allah hingeben.
Der Vogel halt, der Papagei findet viele Ausreden, so wie wir es auch selber machen. Wenn wir sagen, ich wollte eigentlich gerne jetzt dies machen, ich wollte gerne zu den Menschen reden, ich wollte gerne Nafila, ich wollte gerne Sunna beten, ich wollte Koran lesen, aber ich konnte nicht, weil ich beschäftigt war, weil ich so lange arbeiten musste oder so, ich bin jetzt müde geworden. Das alles ist der Käfig, den der Papagei hier darstellt. Das sind unsere Ausreden. Er möchte zwar Marifat haben, er möchte Erkenntnis haben, er möchte das vollkommene Wissen bekommen, aber er möchte sich dafür nicht anstrengen. Das ist ja wie jemand, der sitzt und denkt, er bekommt jetzt was geschenkt. Einfach so, ohne was dafür zu machen. Darauf sagt er wieder Hopf, oh, du hast zum Glück keinen Hinweis, niemand ist ein Mann des Weges, der nicht opferbereit ist. Daher ist deine Seele damit beschäftigt, einen Augenblick dem Geliebten zu begegnen. Das Wasser des Lebens willst du und dein Freund bist du. Wenn du aber keinen Verstand hast, bist du niedrig. Was willst du mit der Seele? Gib sie für den Geliebten hin, gib sie auf dem Weg zum Geliebten hin, wie die Männer des Weges. Der Wiederhopf, das soll auch ein Scheich darstellen, ein Wegführer, jemand, der diesen Weg uns zeigen soll. Er sagt dem Papagei, er soll seine Seele hingeben, er soll Opferbereitschaft geben, denn niemand, der nichts opfert, der wird auch nichts bekommen. Man wird nichts bekommen, ohne etwas zu opfern. Er sagt ihm, dass du kein Mann des Weges bist, wenn du nicht bereit bist, deine Seele hinzugeben. Was willst du mit der Triebseele? Was wollen wir mit der Triebseele? Sie hält uns von Allah Ta'ala weg, sie hält uns von unserem Schöpfer weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, stirb bevor du stirbst. Das heißt, lass deine Seele sterben, lass die Triebseele sterben, bevor du stirbst, bevor das große Sterben kommt, bevor wir wirklich ins Kabir kommen und wir dort Probleme erleiden werden. Das ist wichtig für uns, diese Ausreden von uns selber zu erkennen, unser schönes Reden. Ja, ich würde eigentlich gerne das und dies und jenes machen, mit diesem Mund voll Zucker, wie hier dargestellt wird, der Papagei, der so süß redet. Aber ich kann nicht. Aber Allah Ta'ala, vielleicht liebt Allah mich ja so sehr und ich bin so im Dienste zu meinemjenigen, zu denen und denen und denen beschäftigt, mache gute Sachen, weil die mich halt in Gefangenschaft in dem Käfig halten. Ich kriege vielleicht trotzdem etwas vom Wasser des Lebens. Abi Hayat. Etwas Gutes von Allah Ta'ala. Ein Schluck reicht mir vielleicht schon. Ja, der Wiederhop sagt, es reicht dir einmal dem Geliebten zu begegnen. Ja, was willst du denn? Ja, einmal was Marifat bekommen, Manevi bekommen, Spiritualität bekommen. Das reicht mir schon, sagt der Papagei. So in der Art. Aber das wahrhaftige Ziel ist Allah Ta'ala. Wir sollen uns nicht mit den Kleinigkeiten zufrieden geben. Das wird hier nochmal dargestellt. Und wir sollen opferbereit sein. Die Sahaba haben viel geopfert. Sie haben ihre Eltern verloren. Sie haben ihr Zuhause zurückgelassen. Sie haben ihre Frauen zurückgelassen, damit sie den Islam für uns vortragen konnten, damit wir ihn nachleben können. Wir müssen wie die Sahaba sein und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ergeben sein, Allah Ta'ala ergeben sein. Möge Allah Ta'ala uns das verhinderlichen lassen und uns vor üblen Ausreden unseres Nefs bewahren, uns Hidayat geben, uns die Erkenntnis geben, dass nur Allah Ta'ala das Wahrhaftige ist. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.